Kuscheltier und eine Matte oder eine Matratze. Ihr könnt euch bei dieser Übungsreihe dieses Abzeichen hier verdienen, Fallschule. Und zwar müsst ihr uns dafür die drei Passwörter schicken. Einen Purzelbaum, eine Clownsrolle und eine Rückwärtsrolle. Bei den 3- bis 4-Jährigen ist es nicht so schlimm, wenn die Rückwärtsrolle nicht funktioniert. Da könnt ihr auch die ganz normale Rückwärtsfallschule ohne Überrollen machen. Viel Spaß dabei! Willkommen zu unserer nächsten Aufgabe. Schrumpft das Kuscheltier. Unser Kuscheltier schrumpft zusammen. Oh nein, es liegt jetzt ganz klein auf der Wiese. Und verschiedene Tiere bewegen sich jetzt gleich über das Kuscheltier drüber. Ich glaube, wir fangen an mit dem Affen. Einmal wie ein Affe über das Kuscheltier drüber und dann wieder zurück. Als nächstes kommt die Spinne. Die Spinne mit dem Popo ganz weit hoch, denn wir dürfen ja nicht das Kuscheltier berühren. Und jetzt bewegen wir uns wieder zurück über das Kuscheltier. Dann kommt der Frosch. Der Frosch, der hüpft ganz hoch. Quack, quack, quack. Und wieder zurück. Quack, quack, quack. Und als nächstes kommt ein Wirbelwind. Oh nein, der Wirbelwind, der wirbelt herum. Und er wirbelt wieder zurück in die andere Richtung. Oh, der Kuscheltier wird ganz schummrig. Und da kommt noch ein Tier gehüpft. Das ist der Hase. Der Hase hüpft über das Kuscheltier. Und nochmal zurück. So. Und jetzt macht ihr das Ganze nochmal mit einem Kommando. Der Hase geht los. Einmal wie ein Hase über das Kuscheltier hüpfen. Ja, genau. Rüber hüpfen und wieder zurück. Wieder zurück, genau. Und jetzt liegt es wie ein Frosch. Wie ein Frosch über das Kuscheltier hüpfen. Einmal drüber und dann wieder zurück. Das sieht super aus. Weiter so. Jetzt bewegen wir uns wie ein Affe über das Kuscheltier. Einmal wie ein Affe rüber. Und wieder zurück. Genau. Nehmt euch ruhig Zeit. Wenn ihr könnt, macht natürlich ganz schnell auch über das Kuscheltier. Und jetzt kommt der Frosch nochmal. Der Frosch hüpft nochmal rüber. Wie ein Frosch rüberhüpfen. Und der Wirbelwind kommt wieder. Wie ein Wirbelwind drehen. Erst in die eine Richtung. Und dann dreht sich der Wind und wirbelt in die andere Richtung. Das sieht super aus. Schön wirbeln. Und geschafft. Super. Aber vorher verrate ich euch noch das erste Passwort. Und zwar ist das Krokodil. Wir machen jetzt zusammen den Purzelbaum. Ich zeige euch nochmal, was dabei wichtig war. Die Hände kommen ganz nah zu den Füßen. Also nicht so weit weg, sondern ganz nah an die Füße. Wichtig ist, dass der Popo oben bleibt und nicht hier unten ist, wie ein Frosch, sondern der Popo geht ganz weit in die Luft. Jetzt nehme ich meinen Kopf, stecke den zwischen die Beine und roll mich mit Schwung nach vorne, rund wie ein Igel. Zack. Und stehe wieder auf. Das Ganze nochmal. So, Hände kommen nah zu den Füßen. Ich gucke zwischen den Beinen durch, mache mich schön rund wie ein Igel. Und roll mit Schwung nach vorne. Zack. Wichtig ist, dass der Kopf dabei nicht den Boden berührt. Also kein Kopfstand machen. Der Kopf steht auf. Das wäre nicht richtig, okay? Also versucht mal, dass der Kopf nicht den Boden berührt. Das schafft ihr, indem ihr den Kopf zwischen den Beinen durchsteckt. Wir machen noch ein paar Purzelbäume zusammen. Purzelbäume zu machen, hintereinander weg und versucht, dass der Kopf dabei nicht den Boden berührt. Ja, das sieht super aus. Genau, macht es auf eurer Matte oder Matratze, damit ihr euch auch nicht wehtut. Sehr gut. Okay, das sieht schon sehr gut bei manchen aus. Für wen das zu einfach ist, der kann mal versuchen, den Purzelbaum mit dem Kuscheltier zu machen. Das heißt, ihr nehmt das Kuscheltier in die Hand, die Hände kommen wieder nah zu den Füßen, Kopf zwischen die Beine, rund machen wir Liege, Schwung nehmen und nach vorne rollen.
Mit dem Kuscheltier. Probiert's mal. Mit Kuscheltier. Ja, super. Das sieht klasse aus. Richtige Wollprofis schon hier. Super. Wichtig ist natürlich, je öfter ihr das übt, desto besser wird es. Noch zwei Stück. Und schön viel Schwung nehmen. Sehr gut. Und den letzten. Los geht's. Hände nahe die Füße. Schwung nehmen. Und passt auf euren Kopf auf. Das habt ihr super gemacht. Sehr gut. So, wir zeigen euch jetzt, wie man rückwärts fällt, ohne sich dabei weh zu tun. Ich zeige euch das einmal. Wenn ihr zum Beispiel stolpert über irgendwas, dann steigt ihr einmal rückwärts ab. Und dabei tut ihr euch dann auch nicht weh. Wir gehen jetzt in verschiedenen Schritten durch, wie man bis zu der Rückwärtsfallstufe kommt. Als erstes legen wir uns auf den Rücken. Das Kinn ist dabei auf der Brust. Jetzt macht ihr die Arme lang und jetzt schlagen wir zusammen. Zehnmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das sah super aus. Als nächstes setzen wir uns auf den Po. Wir setzen uns auf den Po und jetzt lassen wir uns nach hinten rollen. Wichtig ist jetzt wieder, dass das Kinn auf der Brust ist, weil sonst tut ihr euch am Kopf weh. Das heißt, das Kinn kommt auf die Brust, ihr lasst euch nach hinten rollen und sobald der Rücken auf dem Boden ist, schlagt ihr ab. Und noch einmal. Und wieder nach vorne. Noch einmal, Kinn auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. Dann noch einmal. Kinn auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. So, jetzt seid ihr dran. Ja, das sieht super aus. Schön das Kinn auf die Brust nehmen, nach hinten rollen, so dass der Kopf nicht den Boden berührt und so laut ihr könnt abschlagen. Bumm! So laut ihr könnt. Sehr gut. Und nochmal auf den Po setzen. Das Kinn auf die Brust und nach hinten rollen und abschlagen. Sehr gut. Ein letztes Mal noch. Ja, super sieht das aus. Genau. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Ihr stellt euch hin. Jetzt setzt euch hin wie ein Frosch. Denkt dran, das Kinn kommt wieder auf die Brust. Und jetzt rollen wir zusammen nach hinten und schlagen wieder ab, sobald der Rücken bzw. der Tiger auf dem Rücken den Boden berührt. Gehen auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. Noch einmal wie ein Frosch. Gehen auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. Ja, das sieht super aus. So, legt mal los. Setzt euch wie ein Frosch hin, das Kinn kommt auf die Brust, nach hinten rollen und ganz laut abschlagen. Sehr gut. Das sieht doch schon echt super aus. Und noch einmal von vorne. Wie ein Frosch, Kinn auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. Sehr gut. Das habt ihr wirklich klasse gemacht. So, wir wollen jetzt eine Runde kämpfen und dafür machen wir einmal das Parkhaus. Ein Partner geht dabei auf alle Viere, die müssen weit auseinander gestreckt sein, damit das Auto auch von allen Seiten einparken kann. Genau, ihr könnt zum Beispiel auf den Bauch euch einmal runterher robben. Das Parkhaus, das klappt dann zusammen, wenn ihr drauf seid. Jetzt müsst ihr rauskommen und schiebt euren Partner weg. So, wichtig ist, das Auto, das kann von allen Seiten einparken. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch von hinten durchrobben. Zack. Und, geschafft. Okay? Und was noch wichtig ist, das Auto kann natürlich auch rückwärts einparken. Das ist etwas schwieriger. Dafür legt ihr euch auf den Rücken. Und einmal drunter durch. Und das Parkhaus klappt wieder zusammen. Jetzt müsst ihr euch wieder vergessen. Geschafft. Okay?
auch von allen Seiten einpacken. Jetzt seid ihr dran, los geht's! Legt los! Genau, einmal das Parkhaus und versucht mal von allen Richtungen einzuparken. Vorwärts, rückwärts, wie ihr möchtet. Genau, versucht mal richtig von allen Seiten einzuparken. Könnt ihr erstmal von vorne anfangen, vielleicht auf den Bauch und danach natürlich auch mal wechseln in die Rückenlage. Genau. Und kämpft euch dann richtig schön frei, schiebt euren Parken einfach weg, benutzt die Hände, benutzt die Füße, euren ganzen Körper, was euch so einfällt. Setzt euer Training ein, ihr habt ja schon viel gelernt hier. Genau. Und schon viel Sport wahrscheinlich gemacht, deswegen seid ihr super fit. Also gebt Gas, nehmt eure Kräfte zusammen und zeigt mal, wie gut ihr kämpfen könnt. Ja, das sieht super aus, gebt weiter Gas. Genau, weiter Gas geben. Und richtig schön stark sein. Schiebt den Partner einfach weg. Ja, super. Jetzt probiert es auch gerne mal rückwärts, wer es noch nicht ausprobiert hat. Genau, mal rückwärts. Belege. Oder vorwärts, wenn ihr bisher noch rückwärts gewesen seid, eingepackt seid. Genau. Und denkt dran, ihr dürft von allen Seiten einpacken. Wenn ihr das jetzt schon ein paar Mal gemacht habt, dann dürft ihr natürlich auch mal tauschen. Der andere ist das Parkhaus. Mal gucken, ob das auch gut klappt. Der andere verwandelt sich in das Parkhaus und der andere Partner wird zum Auto. Jetzt mal einparken. Versucht von allen Seiten einzuparken. Genau, wenn die Kinder das Parkhaus sind, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil das Parkhaus etwas kleiner ist. Aber ihr schafft das mit Sicherheit auch. Von der Seite geht es bestimmt sehr gut. Und weiter, weiter, weiter. Ja, super. Genau, macht euch richtig schön schwer oben drauf. Man sieht, wo ein Wille ist, das auch ein Weg. Ihr macht das super. Und weiter, weiter, weiter. Und die letzte Runde. Gebt nochmal richtig Gas. Schön festhalten da oben und da unten wird richtig fleißig rausgekämpft. Genau. Super. Okay, das habt ihr wirklich super gemacht. So, wir kommen nun zu unserem letzten Teil, und zwar unserer Bewegungsgeschichte. In der Bewegungsgeschichte geht es um ein Krokodil. Und jedes Mal, wenn ihr das Wort Krokodil hört, schnappt ihr euer Kuscheltier und lauft einmal um den Tisch drumherum und setzt euch dann wieder hin. Wir lesen euch nun die Bewegungsgeschichte vor. Viel Spaß dabei. Es waren einmal drei Affen, die lebten auf einer Dschungelinsel. Sie lebten dort aber nicht alleine. Es gab dort auch ein Krokodil. Die Insel ist wunderschön. Es gibt viele Bäume, die ganz grün sind, viele Tiere, besonders Affen, und rundherum ist das Meer. Die Sonne scheint und die Affen sitzen am Strand. Da plötzlich taucht das Krokodil auf. Die Affen klettern auf die Bäume und holen sich Kokosnüsse, und was sie sehen in der Ferne, schon wieder das Krokodil. Die Affen sind satt und legen sich schlafen und alle schnarchen. Was spüren sie da an ihren Füßen? Das Krokodil! Nun legen sie sich ans Flussufer, um sich etwas zu sonnen. Sie hören das Wasser an sich vorbeifließen und sie lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Aber was ist das? Es plätschert ganz laut. Was ist das? Es ist nur ein Fisch. Oh nein, es ist doch das Krokodil! Aber eines Tages schleicht sich die grüne Echse an das Affendorf heran und flüstert: Ich bin doch gar nicht böse, ich möchte nur gerne mit euch befreundet sein. Ich bin ein vegetarisches Krokodil! Wollen wir zusammen spielen? Von da an waren die Affen und die grüne Echse befreundet. Und die Äffchen mussten nicht mehr ständig vor ihm weglaufen.